Hallo, willkommen zurück zu Utopia, in Form Anfang des Videos. Die ersten Minuten sollten eigentlich noch am Ende des letzten Parts sein, aber ich habe mich jetzt hier im Schnitt dazu entschieden, die an den Anfang des 50. Parts von diesem Part zu packen, weil es einfach für die letzte Folge, Part 49, zu viel gewesen wäre. Deswegen kommt die Begrüßung auch erst bei Minute 4 und ja, viel Spaß im Video. Na komm, machen wir noch. Wird ein etwas längerer Part, aber dafür ist unser Team wieder vereint. Wir haben eine ganze Etage geschafft. Super gemacht, Mario. Eigentlich wollte ich noch KK irgendwann mal mitnehmen, aber habe ich es auch was verkackt. Aber egal. Warte, was? Wait. Lampengeist. Was macht Gammon hier? Sogar ein Dorf. Alles klar. Pharao Ganondorf 2. Alter. Beginnt es das Ich bin Pharao Gedöns wieder. Oh, sogar andere Pharao Designs. Alter. Nice. Wenn wir das so weitermachen, ist alles gut. So. Aber krass. Wieder was, wo ich nicht erwartet hätte. Ein oder zwei Freunde hat er ja in letzter Folge, glaube ich, gesagt. Die vorletzte Folge, oder? Die letzte war das. Oh Gott. Wir haben keinen Heiler, glaube ich, dabei. Alter, ich muss nur Ruhezone machen. Alles klar. Und geschafft. Das war's schon. Cool. Sehr schön. Oh, Bonus XP geht an. Sie. Aber alles klar. Der hat sich ja nicht lumpen lassen und möglichst sehr viele Freunde führt. Warum habe ich nur so ein Pech? Es ist nicht schön, sein Gesicht zu verlieren. Der dunklere Fürst muss weg. Mach ihn fertig. Ups, entschuldige den Ausbruch. Eigentlich bin ich doch jetzt viel zahmer. Pass auf dich auf. Okay, mach ich. Krass. Und damit ist unser Team auch wieder vereint. Wir müssen uns auch vereinen. Noch bis es. Noch sind wir es noch nicht. Aber kriegen wir hin. Will er was kaufen? Oh. Da ist er. Ja, den kaufen wir auch noch nächste Folge. Hoffentlich. Aber jetzt will ich schnell zum anderen Team. Also zur anderen Hälfte. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Ja, auch alles hier geschafft. Let's go. Ja, sieh mal. Hallo Mario. So ein Glück, dass es euch gut geht. Das Team ist wieder vereint. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Miitopia. In der letzten Folge haben wir erstmal den ganzen Weg zurückgelegt. Und können jetzt zur nächsten Etage. So, bin auch gespannt, was wir alle so kaufen wollen. Ja, wir wollen alles die Nachheldensachen. Oh, Augapfelkittel. Ich glaube, das ist auch der letzte von Pura dann. Oh, irgendwas ist ganz so ein bisschen groß. Lumpenrobe brauche ich nicht. Und ich würde sagen, komm, weil wir ein Team sind, können wir erstmal alle futtern. Alle zusammen.
Nice. So, dann machen wir noch das da. Nice. Und weiter geht's, oder? Ja. Stimmt, wir können unser Team wieder festlegen. Und ich wäre dafür, dass wir jetzt sehr... Oh, ich habe so viele Helden-Leute jetzt. Nehmen wir mal ein komplettes Heldenteam mit, oder? Ich hab Bock drauf. Nice. Ab zur nächsten Etage. Wir brauchen irgendwie Juwel wieder. Ups, in falsche Richtung. Was haben wir hier oben? Werden wir gleich sehen, aber ich glaube, es ist die letzte Etage. Ich schätze mal. Rüdiger am Boden. Boah, wir alle im Heldenoutfit sehen. Im Outfit sehen schon nice aus, oder? Oh nein. Da ist er. Grübel. Sieht es also oberhalb der Wolken aus? Hier oben fühlt man sich ja geradezu allmächtig. Preiset mich, ihr Normalsterblichen. Muhahaha. Oh. Du schon wieder. Langes her, ich bin Robello, immer zu forschen bereit. Beeindruckend, dass du es bisher geschafft hast. Willst du vielleicht sogar noch weiter nach oben? Dann solltest du dich auf diesem Stockwerk genau umsehen. Es lohnt sich. Ganz oben scheint es an diesem Ort nämlich einen Schatz zu geben. Falls ihr ihn finden wollt, solltet ihr euch folgende Worte einprägen. Der Schatz hier oben ist privat, außer du entdeckst den geheimen Pfad. Viel Glück, man sieht sich. Der geheime Pfad. Okay. Jetzt müssen wir einen Hebel finden. Alles klar. Kriegen wir hin. Hab ich genug Geld für irgendwas? Ja, aber okay. Lol, was? 2 Level wieder. 28 schon. Das ging sehr schnell. Futtern. Nice. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Mit dem ganzen Heldenthema wieder. Da nehmen wir mal ein paar Schwächere mit. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Ich glaube, hier könnt vielleicht sogar... Oder? Der geheime Pfad sein. Oh, es beginnt sowas. Fasi hat einen tollen Modegeschmack. Eieiei. Blauschnecken. Oh, warte mal, gehen wir die Welten hier alle durch, die ersten 4? Das kann sein. Das ging sehr schnell und 1800 sind befreit. Weißt du, was mein neuester Vorsatz ist? Ich will all meine Waffen explodieren, damit sie immer schön glänzen. Oh, wow, sehr vorbildlich. Ich habe mir auch was vorgenommen. Ich werde beim Einkaufen nicht mehr anschreiben lassen. Ich bezahle jede Rechnung bis auf den letzten Gold. Anschreiben kann man doch eh nicht. Wenn ich nichts zahlen kann, werde ich nichts kaufen. Ganz einfach. Okay, mach das. Nächster Kampf. Bomben. Oh, es reicht nicht. Das Schaden.
Ja, aber die Bomben können ja schon nicht, denn ist ja eigentlich nur schlecht für die Gegner, oder? Und als ob er ihn besiegt, weil er noch ein Leben hatte. Nice. Was? Er fühlt sich mit Fassi sicher. Ja klar, Fassi weiß den Weg wahrscheinlich hier durch. Ja, den tun wir natürlich betätigen, weil es der geheime Weg ist. Und dann der Kiste ist dann wahrscheinlich auch das Juwel. So, heute will ich auch bis zur Spitze kommen. Ein Brief von auf, okay. Und Ausflugstickets. Bringt mir nichts. Mann, wie oft soll ich das noch sagen? Mal schauen, vielleicht benutze ich sie doch irgendwann. Mal schauen, ich habe noch Level 4 oder 5er. Das kann ich ja alles noch upgraden. Oh, ich kann irgendeine Heldensache kaufen. Sommer? Ich hab Bock zu, let's go. Hier, Mario. Die Heldenklauen. Sieht auch cool aus. Was haben wir in der Spielhalle? Oh, was haben wir da ganz groß? Dämonische Flasche, let's go. Das habe ich dir immer noch nicht gekauft habe. Stuck-Tickets, okay. Komm, ein Versuch noch und dann. Boah, ich dachte ganz kurz. Aber als ob ich es ja echt nicht hatte. Ja, die bufft ja auch. Also, ich hatte es ja echt nicht gekauft. Als ob. Ich hoffe, danach kommt dann auch mal die Heldenflasche. Das würde mich mega freuen. Nice, die singen. Boah, ich bin mit allen so gut befreundet. Außer mit Rivali, bin ich auf Level 10. Let's go. Eva kann gern zu Tetra. Er kann zu KK. Mario geht dann so lange zu Link. Oder Link zu Mario. Und Obosa und Pura. Noch aus Level 2. Das passt so. Weiter geht's. So, jetzt nehmen wir unser Team mit. Wir nehmen Rivali nicht mit und nehmen dafür mal wieder KK mit. Ich will alle mindestens Level 20 haben, dann fühle ich mich nicht so schlecht. So. Was mal hier links. Mal schauen, was wir da haben. Vielleicht eine Kiste. Kann ich mir gut vorstellen. Nee. Wetten jetzt kaum Furien und auch noch Impa, die wiederbeleben kann. Die einzige mit der Level 20 war, wo ich hätte aufstehen können wieder. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, gut. Zwei grässliche Spinnen und Tarantula ist auch noch. Nicht nur Spinnen, sondern direkt Tarantula. Tarantula meine ich. Eieiei. Wie wir alle mitziehen. So, oh, ich bin nicht betroffen. Nur Link, okay. Die tanzen alle. Drei Schaden hat er gemacht. Cool. Bin ich stolz auf ihn. Ich glaube, es auch Schnauben 2 gibt. Aber ich glaube schon. Sehr schön. Abzeigen, okay. Eine Flasche. Nicht trinken.
Weil ja nicht, dass dann noch was passiert. Eine Kiste. Hä? Was? Was? Hä? Ich bin gerade so verwirrt. Was? Dann ist es echt ein Schatzlevel da oben. Oh Gott, wieder Levels. Level 10 endlich. Level 3. Und Level 3. Nice. So, ich lasse irgendwelche neuen Heldensachen sehen. Pharao-Schwert? Das sieht krass aus, aber ich glaube sogar bei den Heldenwaffen erstmal. Oh, sieht auch krass aus. Stab der Sonne. 8000 kostet das Ding. Was ist das? Plasmaflasche. Dachte schon, es wäre das Heldengedöns. Schauen wir mal. Ja, erstmal tun wir den Wunsch hier erfüllen. Und jetzt wieder zurück. Was? Ah, du willst zur Bosa auch noch. Tun wir nachher gleich tauschen. So. Let's go, weiter geht's. Futtern können wir nächstes Mal wieder. Ups. Wen nehmen wir jetzt mit? Nee, doch, ich glaube, das passt so. Ja, nice, was ist das dann? Warte mal. Ich brauche ja ganz kurz was aus. Okay, oh, wir brauchen drei Sachen, oder? Öffne mal was Neues. Und eine Öffnung ist auch wieder da. War nicht. Wir haben doch eine Platte gefunden. Vielleicht passt sie. Passt perfekt. Als ob das jetzt das alles schon war. Juhu. Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Machen wir aber noch nicht. Lol. Okay, wir müssen natürlich noch mehr Kisten finden. Dachte schon. Ah, ja, mein neues Kistenlevel. Also neue Wege, nicht neue Kisten finden. Aber Kisten sind auch cool. Oh, jetzt schon eine große Kiste. Ah. Die Reißverschlussgrube. Es gibt cooleres, aber okay, danke. Ich bleib beim Heldenzeug. Und ein Kopf noch. Den Tretteranteln. Oh! Als ob ich eine Mega-Explosion plus 3 bekommen habe. Alle haben geholfen. Wahnsinn. Hab ich, glaube ich, noch nie, oder? Aber nice. Schönes Thronlevel mal wieder. Du hast 20 verschiedene Gruppen. Ja, nice. Oh, nö. Wer? Bitte nicht. Okay. Nicht so schlimm, aber trotzdem nicht cool. So, die haben so was. Aua. Mm. Nicht so gut, finde ich. Hat jetzt alle Haare gefärbt, den wollte ich haben. Ja, Hauptsache Level up. Die müssen gebufft werden und ja, die auch. Nice. Oder komm, tauschen wir das mal kurz. Weil Impa und Cake sind auch nicht so hoch. Spirale. Uiuiui. Bitte. Metallhandschuhe. Ja, gut. Wenn ich die Chance habe, nehme ich es natürlich gerne mit. Für Mario. Aber ich will wirklich jetzt erstmal die ganzen Heldensachen alle haben. Dass ich ein ganzes Heldenteam habe. Denn ich will unbedingt wissen, wie das aussieht.
zu mehr haben. Achso, stimmt. Oh, das sieht schon cool aus. Ich hatte eine Idee. Ich gewinne jetzt die Handschuhe. Verkauf sie dann. Für 8000. Boah. Nice, da haben wir jetzt einen Heldenfächer. Den kannst du gerne ausrüsten. Nice. Boah, ich bin so hyped, wenn wir alle Heldensachen haben. So, müssen wir Neues mitnehmen. Wie wär's denn mit Urbosa? Wenn sie jetzt gleich schon was Cooles hat. Auch schon, wie das Kleid dann aussieht. Heldenkleid. Aber erstmal die Abzeugen hier noch. Die habe ich ganz vergessen. Deswegen machen wir es schnell. Geh zum Kampf, okay. Ohne Bombe in der Mitte. Das ist doch toll. Nice. Link steigt auch gleich auf. Eine Kiste. Mit 2000 Gold. Gold nehme ich so gerne. So wirklich, wenn wir wieder so einen Sternschuppengedöns haben, nehme ich definitiv Gold. Weil ich will, ich brauche die ganzen hellen Sachen. Und Cake ist wieder gesund. Yay. Oh. Nee. Als ob. Mal schauen. Da ist er. Der Heldendolch. Nice. Ja, das sieht auch cool aus. Bin auch gespannt, wie dieses Heldengewand dann da aussieht. Die Plasmaflasche kaufe ich auch noch gleich mit, denn, vielleicht kommt danach ja die Heldenflasche. Ansonsten, ja. Nur Trash. Futtern was. Und dann würde ich sagen, tun wir auch gleich noch was fürs Team tun. Imper und Flecky wollen irgendwas haben. Karotte. Nice. Ja, das Pferd mag eher die Karotte, glaube ich. So. Weiter geht's. Können wir alle mitnehmen? Ja. Tetra kann man auch mal wieder mitnehmen. So, mal schauen, was wir hier haben. Bin ich gespannt. Oh, lol. Oh. Ist okay. Falle. Furien, sag ich. Ne, Benji, ist okay. Es sind keine Gegner mehr, wirklich. Level 21 und... nimmt nichts Neues, leider. Und noch eine Kiste. Mit 6000 Gold. Alter. Also am Ende wird man echt mit Gold zugeschmissen. Anscheinend muss der Endboss wirklich schwer sein. Level 4. Level 4. Level 5. Nice. So, was kann ich jetzt hier heldenmäßiges kaufen? Mikrofon. Darfst du gleich, Link? Und.
Superkleid. Steppwesten-Catsuit. Also, irgendwie, I don't know. Dämonengeschoss. Ich weiß nicht, wen ich das kaufen soll. Ich glaube sogar das Kleid. Und den Catsuit soll ich auch noch kaufen können. Bin gespannt, weil irgendwann soll doch mal das Dings kommen. Wie es aussieht. Bin gespannt, wann endlich bei ihm mal die Rüstung kommt. Da lag ich schon echt hinten dran. So. Nice, 29. Check auch Level 30 auf. Ein Geschenk, okay. Oh. Das freut sie. Und Level 30 erst. Dann bleiben die erstmal in einem Raum und wie sieht es bei den Mario und Pura aus? Level 8. Mario und Tetra und dann können die noch ein bisschen. Ja. Auf geht's. Was sind wir dabei? Ja. Obosa können wir austauschen gegen Tetra. Tetra und Impa sind noch nicht so gelevelt. So, noch dieses Level bleibt, dann können wir vielleicht sogar weiter. Nur Bomben. Oh ja. Das wieder erstmal alle. Ist hier noch ein Lächeln davor. Was will 20? Ist der Rauch dann? Sag mal, wie bist du überhaupt zu einem Fürsten geworden? Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich habe in einer gelben Bananenfabrik gearbeitet. Dort habe ich jeden Tag körperweise HP-Bananen hergestellt. Aber irgendwann kam mir Zweifel, dass ich das noch länger machen könnte. War das wirklich das Leben, das ich wollte? Und kaum war mir dieser Gedanke gekommen. Da hörte ich eine Stimme. Möchtest du Großes vollbringen? Fragte sie. Ich kann dir unermessliche Kraft verleihen. Die Versprechungen dieser Stimme waren so verlockend, und so habe ich sie geöffnet, die verbotene Schachtel. Etwas Schwarzes flog heraus und ergriff Besitz von mir. Es war sehr dunkel und es war dunkler Fluch. Er übernahm meinen Körper und verwandelte mich. Und so wurde ich der dunklere Fürst. Hm. Hörst du mir überhaupt doch zu? Ja, klar. Bananenfabrik, furchtbar. Und, du wurdest zum dunklen Fluch. Übrigens, wer ist diese Person, von der der dunkle Fluch nun bis jetzt ergriffen hat? Der große weiße Daruk. Mein Mentor. Oh nein, nicht er. Aber als ob ich einfach eingeschlafen bin, als ich ihm zugehört habe. Eieiei. Hör mal, Flecki. Neulich ist mir beim Stall aus ein bisschen was Heu ins Auge geraten. Ich könnte heulen. Alter. Ich dachte, irgendwas Neues passiert jetzt. Aber vielleicht muss ich ihn jetzt immer wieder hören. Was? Blumenkleid, okay. Muschelrüstung. Alles klar. Was wird es da geben? Heldenmikro kommen. Schade. Geh mal weiter. Oh, das Kegel muss auch noch aufleveln dann. Aber wie sollen wir hier weiterkommen?
Hm. Also hier ist wirklich gar nichts. Aber vielleicht sehen wir da unten ja noch irgendeinen Schalter oder so. So, das ist Level 20, aber es ist nichts passiert, also nichts Neues erlernt oder so. Schade. Aber okay. Ein Kampf. Wahrscheinlich kommt danach der ein Schalter oder so. Aber das ist immer. Das weiß ich echt nicht, was man hier machen muss. Bin gespannt. Ja, da ist er. Oh, ein Schalter. Den müssen wir betätigen. Ich will allgemein jeden Schalter betätigen. Auch wenn da irgendwas passiert. Das wäre nicht relativ egal. Denn man hat ausprobiert, ob da irgendwas war. Boah, ich bin echt gespannt, wo wir dann hinkommen. Schaffen wir es heute zum dunkleren Fürsten? Ich denke nämlich schon. Da können wir nächste Folge den Boss machen. Mega hyped. Mann um Sport. Level 12. Zangengriff. Nice. Den brauche ich mit allen. Dann kannst du nochmal hin. Da kommt Level 30, bitte. Ja, nice. Was ist Level 31? Ankuscheln 2. Diese Animation ist so. Ich liebe die irgendwie. Ausgeben. Ach, schade, das reicht nicht. Mir fehlen ein paar Gold nur. Dann eben für Mario. Ich glaube, danach fehlt nur noch ein einziger. Komm, kann man anziehen. Und dann müsste das Heldengewand, also der Heldencatsuit kommen. Wenn ich echt schon mega übergespannt bin, gell? Mega gespannt bin. Sollte so passen. Wahrscheinlich sehen wir jetzt auch irgendeinen Boss. Von dem Bereich. Oh. Was ist das? Goldploing. Oh, den müssen wir besiegen. Beistand. Rechen 2. Nein. Oh Gott, die muss leben. So, aber dafür habe ich einen Recheneffekt jetzt. Na komm. Ultra. Ultra. Nice. Ja. Oh mein Gott. Oh. Ich bin ganz so konzentriert. Ich will nicht, dass er verschwindet. Ja. Oh mein Gott, wie viel Geld, Gold kriege ich jetzt? Ich sag 10.000. 10.000. Bin ich komplett zufrieden mit. 20.000. Kurz dachte ich 200.000, aber 20.000? Alter. Das ist insane. Alter. Ja, nice. Sieht cool aus. Zum ersten Mal, glaube ich, das Gewand gewechselt bei Pura. Alter. Ich weiß, ich könnte noch mehr Sachen kaufen, aber nee. Nee, nee, nee. Ich will alle Heldensachen haben, wie gesagt. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Aber Alter, dieser Königsbläuen. Ich nenne Königsbläuen. Gogolbläuen klingt komisch. Was? Hey, Luca. Guten Tag, ich habe Post für Sie. Sie sind doch Herr Jan Luca, richtig? Ja.
Brief. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Lieber Herr Luca, welch wunderbarer Tag. Mein Tipp, wenn ungemacht droht, einfach lachen. Das hilft immer. Deine Merkel. Ja. Ha, wäre schön, wenn wir den dunklen Fürsten einfach weglachen könnten. Nee, wäre langweilig. Übertreib nicht, ja genau. Oder kommt doch was. Die drei Feen. Cäsar, Misha und Kotura. Schon wieder. Es reicht. Och, Menno. Ach, du Schande. Der Frosch. Unser Kaulquappen. Die Cäsar-Quappe. Genauso wie der rote Kotura-Frosch. Und zum Abschluss noch die Misha-Quappe. Alles klar. Haben wir die Geist bestimmt erstmal. Wir müssen erst die Kleinen loswerden und dann. Nice. Doppelhieb. Ja. Oh no. Der wird gleich fast komplett OPs machen. Ich kann mich multiplizieren. Und immer muss schützen. Ja, nice. 150, Alter. Und OP-Zangengriff. Und besiegt. Nice. Und eine Welle, okay. Und. Macht er irgendwo noch seine Dingsattacke? Ich habe eine Menge AP-Beine an. Oh, danke. Muss ich mal schlafen? Dann machen wir einen Megablitz. Wie schnell macht er nicht mittlerweile? Ja, 100 ist ganz okay. Nice, der nächste Quapp ist draußen. Das reicht immer noch nicht. Jetzt Ulpster, oder? Nee, immer noch nicht. Aber jetzt, oder? Ja. Oh, Schande. Auch vielleicht ist es gerade cool, aber. Ja, komm. Eigentlich wollte ich jetzt gerade die anderen noch heilen, aber wenn wir sie besiegen können, ist ja alles gut. Danke! Bitte, bitte, bitte. Merci vielmals. Danke, meine Lieben. Da ist die Treffi noch schon befreit. Das war schon ein schwerer Bosskampf, muss ich sagen. Stimmt, es kommen noch die Feen wieder zurück. Machen die jetzt einen Tanz? Ich würde es mega lustig finden, wenn die jetzt tanzen würden. Oder wenn alle 10 tanzen würden am Ende. So eine Erleichterung. Puh. Der dunkle Fürst hat offensichtlich ein gewaltiges Upgrade erhalten. Dunklerer Fürst, Daruk, alberne Bezeichnung. Wenn es du das wäre, der Typ ist ein penetrant. Aber du wirst schon mit ihm fertig werden, Schätzchen. Das passt doch, oder? Sagt Misha auch nicht in Dings auch, Schätzchen? Oder so. In BTW. Egal. Nimm dich in Acht. Wir warten im Dorf auf dich. Wenn du verlierst, bekommst du es mit mir zu tun. Okay. Ein Höllen-Hotdog. Und das war's. Ich hätte jetzt auch richtig cool eine Goldtruhe halt erwartet, aber auch gut. Sollen wir mal schauen. Der Heldenkittel. Es ist soweit, Pura ist auch in der Heldenliga. Mit einem Teil auf jeden Fall. Mit dem Heldengewand. Oh ja. Der sieht cool aus. Finde auch die Heldenflasche, dann ist sie auch ready.
ich will nur den Trash-Stab haben, ja. Spiel hat sich ganz gut aus für das Pharao-Schwert. Alter. Link würde ich es geben. Sieht schon krass aus, ich bleibe beim Heldenschwert. Wollen ja Helden sein. Dann nicht nochmal drehen. Obwohl es zu verkaufen wäre schon echt nice. Nee. Ich kaufe nichts Neues mehr. Wir können auch einmal zum Abschluss futtern. Mal schauen. Kommen wir jetzt ganz hoch. Auf die Spitze des Himmelsturms. Zum dunkleren Fürsten. Was sagen wir? Rüsten unser bestes Team aus, wo wir haben. Link würde ich schon dazu zählen. Klar, Mario macht auch so viel Schaden, aber... Ich glaube, das ist sogar das OP-Team, oder? Ja. Sorry, Terrako, du bist auch stark, aber... Nicht mehr so stark wie jetzt Mario beispielsweise. Lol. Es kommt noch eine Etage.